Und damit, Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 5. Wieder Koop, heute wieder mit dem Heiko Heich, mit dem hatte ich erst vor kurzem zwar gespielt gehabt. Also zumindest für mich vor kurzem, das ist ja schon teilweise ewig viele Folgen her. Ja, aber er ist der Nächste auf der Liste. Und wir spielen jetzt zusammen die Map Sandwüste, hieß sie, glaube ich, auf Unplatzbar. Und du darfst gern die Mission starten immer wieder, ne, weißt ja. Kennst du ja von der letzten Runde noch, falls ich das mal nicht starten sollte. Damit wir ganz entspannt alle Runden durchziehen können. Ich habe mir wieder den Bomang-Affen mitgenommen. Ich wollte gerade, bevor ich mit ihm eine Folge gespielt hatte, habe ich mit einem anderen eine Folge aufgenommen. Der hat dann dummerweise in Runde 45 oder so auf den Home-Button gedrückt seines Smartphones und ist automatisch disconnected. Was einfach mega ätzend ist, dass man einfach aus dem Spiel rausfliegt, sobald man halt nicht mehr im Spiel drin ist, ne? Also, dass es nicht mehr minimiert, sondern wirklich beendet wird, das Spiel. Das ist einfach ein bisschen ätzend. Aber gut. Das werde ich mit demjenigen dann später nochmal aufnehmen, irgendwann. Wenn ich die Nerven dazu habe. Ist natürlich ungünstig, wenn sowas mal passiert. Aber dann kann man nichts machen. Na wa? Passiert. Aber der Heiko und ich, das kriegen wir schon hin. Ach guck mal, mit dir hatte ich Checkers gespielt gehabt auf Mittel. Wenn ich mir mal den Chatverlauf mit dir ansehe in Discord. Warst du der andere, der Checker? So, ich werde gleich mal ein Affendörfchen hinbauen in die Mitte, ja. Damit alle unsere Türme verstärkt und günstiger werden. Oh, mir fehlt noch ein bisschen Gold. Und ich brauche Affenplantagen. Bananenplantagen. Ich werde erstmal ein paar Bananenplantagen, denke ich mal, einsetzen, bevor ich hier. Bevor ich da ein Affendörfchen hinsetze. Damit wir hier ein bisschen mehr Kohle haben. Beim Platzpass sind so ein, zwei Plantagen da doch nicht verkehrt. So. Dann noch eine Plantage gleich hinsetzen. Ups. Komm, du willst mir noch sagen, hier passt auch einer hin. Easy. Ja, manchmal klickt man aneinander vorbei. Kann ich hier irgendwie hin? Hier kann ich auch einen hinsetzen. Direkt hinter den Button. Und dann werden wir gleich noch ein bisschen was verbessern. Kommen wir gerade ein bisschen zu viele Bloons durch, ehrlich gesagt. Ach, du hast schon ein Affendorf? Cool. Okay, hab ich nicht gesehen. Jetzt wollte ich gerade aufs Affendörfchen sparen, dann hast du das schon. Hm. Sehr, sehr entspannt. Dann kommt gleich das war der biomische Bumerang. So, komm. So, wunderbar. Wir müssen auf jeden Fall mal Tarnbloons killen können.
So, noch ein bisschen die Bandagen noch ein bisschen verbessern. Da kann ich die nächste auch gleich noch auf Bananenplantage setzen und dann. Ah, verdammt, hat nicht mehr ganz gereicht. Reicht es erstmal mit den Plantagen. Und dann erstmal meine Affen ausbauen. Denn hier kommt ja langsam auch gleich eine Keramik. Ein paar Keramikblooms. Hier war wohl, glaube ich, noch nicht so easy weg. Wobei, du hast einen Bomb-Tower, der die Gegner, glaube ich, stunt, der Grüne. Der stunt die, glaube ich. Da kommen schon die ersten Keramiks. Und mehr Boomeringe, mehr Boomeringe. Ich will mehr Boomeringe. In 4 Runden kommt dann gleich schon der erste Moab. Oh, er hat den Feuerring-Reißnagelwerfer raus aufgerüstet. Aber ich finde, der macht gar nicht so viel Damage, der Reißnagelwerfer auf Feuer. Also, ich würde lieber einen anderen Tower bauen. Zum Leveln auf jeden Fall notwendig, aber wir hätten ja schon auf Stufe 4. Ich finde ihn einfach nicht so gut. Vielleicht aber auch, weil er einfach keinen wirklich sichtbaren Damage macht. Also man sieht einfach nicht so wirklich viel, wie viel Schaden er wirklich macht. Und das ist auch schon bei der zweiten Plantage, sehr gut. Ja, da kamen relativ viele Keramiks durch. 477 hat mein Blumenbeerenbusch schon kaputt gemacht an Blooms. Jetzt können wir noch schönes bauen. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Vielleicht ein Eistower. Eistower mit arktischer Wind. Damit wir für die 79. Runde wieder ein paar Probleme haben. Das macht immer mehr Spaß. Noch 1700 Gold sammeln und dann kann ich das Ding bauen, den arktischen Wind. Dann sind auf jeden Fall erstmal die meisten geslowt. So. Und dann können wir sie ganz easy killen. Hoffe ich. Ich baue ihn sonst noch den Scharfschütze, kann nicht schaden. Wow. Ich weiß nicht, ob das so unknapp war. Da ist ja zwei Blumenbeerenbüsche, aber die hatten ja irgendwie gefühlt nicht so viel ab. Da waren schon einige Keramik, die da reingelaufen sind. Tödliche Präzision, damit wir jeden Keramik instant wegschießen können. Verdammter Husten. Wir könnten auch Schiffe bauen, aber irgendwie die Map ist nicht so für Schiffe geeignet, finde ich. Gefällt mir auf jeden Fall nicht so sehr. Wir bauen mehr Boomeringe. Gleich hier noch eine Turboladung bei jedem, damit wir einen Skill benutzen können, falls es mal wirklich notwendig sein sollte. Vielleicht doch, brauche ich doch einen Freibeuteraffen. An sich ist er schon nicht schlecht. Wow. Oh Gott, oh Gott. 625 Bloons hat der schon abgehalten da oben. Ja, da hätte ich auf jeden Fall mal eine Turboladung benutzen können. Weiß ich nicht, warum ich das nicht gemacht habe.
habe ein wenig gepennt gerade. Wir wollen alle aufrüsten auf Turboladung. Oh, 63. Runde als nächstes, das wird interessant, aber gut, sollte kein Problem sein. Mein Eisturm kann die alle freezen und dann killen wir die alle. Easy. Mein Eisturm kriegt auch ein paar Popcorns dazu. Hier können wir auf jeden Fall den viralen Frost machen. Dass andere Balloons eingefroren werden, wenn sie denn mit gefrorenen Balloons in Kontakt kommen. Auf so eine Nahfabrik habe ich auch Bock. Man weiß ja nie, ne, was alles so kommen kann. Heiße Nägel, noch schneller Produktion und dann gleich die Nagelballfabrik. Ohne eine Turboladung haben wir den BFB killen können. Sehr schick. Hast du schon einen Radarscanner gemacht auf dem Dings? Nee, ne? Auf dem Affendorf. Hat noch keinen Radarscanner. Wäre ganz cool, wenn du das mal ausbauen könntest. Ich gebe dir gleich ein bisschen Kohle. Ungern zwar 5000, aber gut. Einmal Radarscanner ausbauen, bitte. Beim Affendorf. Du warst schon gar nicht mehr in meinem Channel drin. Einmal Radarscanner ausbauen im Affendorf, bitte. Aber du bist doch gar nicht so lange weggeswitcht, oder? Ja, gut, Radarscanner hätte gereicht, nicht der Nachrichtendienst, aber gut. So ist auch okay. Dass die Leute mal irgendwie aus dem Channel verschwinden, verstehe ich gar nicht, warum das passiert. Ein Mysterium. Was kann ich denn bauen, noch Schönes? Sauger vielleicht? Ich weiß, relativ langweilig, aber irgendwie brauchen wir die doch. Weil ich glaube, wenn ich die Turboladung alle habe, dann brauche ich keine Sauger. Oh, noch ein Boomerang. Mal noch ein Boomerang. So, jetzt habe ich erstmal ein paar, die ich wieder aufrüsten kann. Zumindest einen Sauger kann man bauen. Ich denke, das ist in Ordnung. Wow. 76. Runde. Ziemlich viele Keramiks, die angerusht kommen. Da muss man auch noch aufpassen. Und auf die 79. Runde, da muss man auch wirklich aufpassen. Viele, viele Regroove-Bloons, die sich halt teilen und wiederherstellen, teilen, wiederherstellen. Aber eigentlich, ich glaube, das war bei der Checkers Map auf Unplatzbar nur das Problem gewesen, dass ich die gefrorenen Balloons nicht zerstören konnte. Mit meinem Affenpionier. Kann der das? Ne, der kann ihn nicht zerstören. Aber die Dings können es halt, die Bumerangwerfer. Die können gefrorene Balloons, ja,
Die können gefrorene Bloons easy killen. So, ein bisschen Kohle habe ich hier wieder. Ah, seht ihr, relativ easy gekillt. Bei dir kommen wohl noch ein paar. Ja, kann man auch mal ganz super sehen, woran es denn liegt. Also, dass du halt wirklich immer noch weiterspielst und wow, so viel Kohle kriegst. Aber schon mal wieder interessant, dass das so unterschiedlich ist. $34.000 Popcorns, $35.000 Popcorns, $36.000 Popcorns, $37.000. Krasser Shit. Haben wir irgendwo noch eine Turbolan, die ich ausbauen muss? Ansonsten bin ich eigentlich rundum glücklich. Und ich sehe der 85. Runde positiv entgegen. Wenn da nicht der kleine fiese Delay wäre, der hier herrscht. Ich denke, ich werde Moab-Krüppel benutzen dann gleich. Ich denke, mit den 8 Boomer, mit den 8 Turboladungen kriegen wir das easy hin, oder? Ich will aber natürlich auch nicht verlieren. Das wäre total ätzend, in der 85. Runde zu verlieren, weil man einfach keine Sauger bauen möchte. Aber eigentlich sind die stark genug dafür. Na, bauen wir doch nochmal einen Sauger bauen wir noch hin. Man kann ja nie wissen. Drei Röntchen nur noch. Oh, du hast einen Roboaffen gebaut. Ne, das ist schon Terror durch Technik, ne? Das ist nicht Roboaffe. Das ist schon Terror durch... Oder? Ne, Terror durch Technik ist viel größer. Das ist ein Roboaffe. Zwei Minuten nur noch. Die Leute machen Channel Hopping in meinem Discord-Server. Oh, der verkauft alles. Achso, die Bananen. Ja, eine Runde können wir noch. Bei der 4 ab erst zur 85. Runde kann man verkaufen. Bei der 83. noch nicht. Ah, er wollte Terror durch Technik bauen, alles klar. Kann man machen. Hat er auch gemacht. So, jetzt kann man die verkaufen. Oder jetzt werde ich sie verkaufen. Ich baue, keine Ahnung, noch mehr Boomeringe. Falls mir hinten einer durchkommen sollte. Kein Platz mehr. Alle zu fett. Ich glaube, ich hätte noch Geld für einen, oder? Oh, hier passt auch noch einer hin. Ah, okay. Hast du noch mal... Okay, du hast noch momentan 600. Mir würden noch 200... $127 fehlen, um Turboladung zu skillen. Aber wir können einfach Go machen, wenn du bereit... Danke sehr. Und ja, das kriegst du wieder. Wir können Go machen, wenn du bereit bist. Machen wir mal langsam machen, ganz entspannt. Vielleicht ist der Terror durch Technik und die Boomeringe so stark, dass wir gar keine Sauger bräuchten. Aber ich bin mir da echt immer unsicher, deswegen, eigentlich brauche ich immer liebend gerne Sauger. Aber ich benutze mal eine Turboladung oder zwei. Mal drei und vier und fünf und sechs und alle. Ups, da brauchten wir doch keine Sauger, hm? Da sind so viele Boomeringe gewesen.
Okay, also wenn ich Boomerange benutze, dann brauche ich keine Sauger. Muss ich mir aufschreiben, muss ich mir merken. Ups, aua. Wunderbar. Heiko, wir haben die Strecke. Muss schon wieder auf Rückwärts, ja, okay, alles klar. Wir haben die Strecke Sandwüste auf Unplatzbar geschafft. 600 Dollar für beide 5 Münzen. Sofern du die Map noch nicht vorher gespielt hast und die beiden Medaillen. Du bist fertig, ne? Geh mal von aus. Sollte mittlerweile genug Zeit gewesen sein, damit du fertig wirst. Okay, meine lieben Freunde, das war's gewesen. Nächste Folge Koop Medaillen. Ah ja, wird und wird und wird langsam. Ja, die Sandwüste. Aber alles andere sieht noch sehr, 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 sehr leer aus. Aber das füllt sich nach und nach. Ich habe ja genug noch, mit denen ich spielen möchte, kann und werde. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Bloons, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao.